Hallo, liebe Rad- und Wanderfreunde. Heute darf ich euch endlich mal ein Bike passend zu meiner Regenjacke vorstellen. Kommt auch nicht allzu oft vor. Ja, ich habe mir genau diese Farbe rausgesucht hier vom Mogwheel Asphalt. Ja, und die Vor- und Nachteile vom Mogwheel Asphalt, die möchte ich jetzt heute gemeinsam mit euch zusammen rausfinden. Deswegen tät ich sagen, starten wir gleich mal. Ja, erster Eindruck, es fährt. Ich fahre jetzt gerade in Stufe 2. Es wird ein bisschen schwach, muss ich mal in 3 gehen. Aber hier geht's, ja, bei mir geht es gleich richtig steil der Berg hoch, wenn ich losfahre. So, jetzt geht es weiter nach oben. Ich will heute mal eine richtige Tour machen, gleich mit dem Bike, dass ich euch keinen Scheiß erzähle, sondern damit ich gleich weiß, was wirklich Sache ist, werde ich eine richtige, schöne Schwarzwaldtour heute machen. Aber zuerst werde ich euch natürlich die Komponenten von dem Bike vorstellen und dann die Tour. So werden wir das heute angehen. Von was ich jetzt auf alle Fälle schon sehr positiv überrascht bin, ist der verbaute Drehsensor. Da ist also wirklich nichts mit Pseudo-Biken. Lass mich mal gucken, dass ich hier stärker schalte. Geht schon wieder hoch. Da ist nichts mit Pseudo-Biken. Sobald er nachlässt, hört der Motor auch auf. Und erst wenn du gewisse Umdrehung ein bisschen bringst, geht es auch wieder weiter. Also sehr natürliches Radfahren. Schön. Und was ich auch gleich sagen werde, was natürlich nicht zum Bike hier gehört, das ist das Navi, habe ich mir eingebaut. Und der Clickfix mit der Lenkertasche habe ich auch zusätzlich angebaut. Gehört eigentlich nicht zum Bike dazu. Aber ist für mich fürs Video machen schon sehr von Vorteil. So, da drüben Globushütte. Wenn es Platz hat, dann werde ich euch da ein bisschen die Komponenten vom Bike vorstellen. Und die sind wirklich interessant. Vielen ist es wahrscheinlich schon aufgefallen, es sieht dem Mogwheel Mesa Light zum Verwechseln ähnlich, bis auf die Farbe natürlich. Aber die habe ich rausgesucht. Es gibt auch noch zwei andere, besser gesagt vier andere Farben für das Bike. Und auch einen anderen Rahmen, nämlich das ST. Da komme ich nachher dazu. Jetzt erstmal die ganz großen Unterschiede zwischen dem Bike hier und dem Mesa Light, dem Mogwheel Mesa Light. Das hier ist das Mogwheel Asphalt. Größter Unterschied, bester Unterschied für mich ist die hydraulischen Scheibenbremsen. Top. Wirklich top. Ich bin so glücklich, dass das Bike die hat. Ich dachte eigentlich, das andere hat es schon, hat es aber nicht. Beim Asphalt haben sie da in die Tasche gelangt ein bisschen mehr und haben schöne hydraulische Scheibenbremsen verbaut. Das freut mich. Und die sind auch gut, habe ich schon festgestellt. Und der nächstgrößere Unterschied ist hier bei der Kurbel, besser gesagt im Tretlager. Das ist nämlich wie sagt man, jetzt fällt mir der Name nicht ein, auf alle Fälle muss man treten, nicht nur drehen, sondern auch richtig treten, damit der Motor einem hilft. Das heißt, es ist ein viel natürlicheres Fahren und was noch viel wichtiger ist, die 5 Stufen, die sind jetzt nicht mehr so, dass erste Stufe bis 15 ist, zweite bis 20 und so weiter, sondern die Stufen sind jetzt wirklich so, dass alle bis 25 helfen, aber die Stärke der Hilfe ist jetzt unterschiedlich und das ist natürlich top, das ist wirklich, das ist ein richtig natürliches Fahren. Wenn es den Berg hoch geht, dann gehst du in 3 oder 4, je steiler das wird, gehst du in 5 rein. Du kannst natürlich auch auf der Ebene mit 5 fahren, aber das wäre für mich nichts, weil ich will ja selber auch noch ein bisschen was bringen. Das sind die zwei wirklich wesentlichen Unterschiede. Dritter Unterschied
Hier haben sie noch ein Rücklicht verbaut, zusätzlich zu diesen zwei seitlichen Rücklichtern, damit, wenn Taschen dranhängen, dass man das wirklich von hinten auch richtig top sieht. Haben sie auch dazugelernt und haben da noch ein Rücklicht spendiert. Also im Großen und Ganzen alles, was sie beim Mesa Light nicht so gut gemacht haben, hier haben sie hier wirklich richtig gut gemacht, muss ich sagen. Daumen nach oben. Und wie gesagt, ich will jetzt ja eigentlich mal erstmal ein Stück fahren und dann die restlichen Komponenten so vorstellen, was ja aber wirklich ähnlich vom Mesa Light ist. Ja, würde ich sagen, gehen wir weiter ein Stück, genau. Bevor es jetzt weitergeht, noch ein Wort zum Display. Links und rechts sind hier so Balken, 10 Stück an der Zahl. Das sind die Batteriebalken, die Akkubalken. Ja, unten seht ihr ja hier die Stufe, wo ich eingestellt habe, im Moment 2. Das sind bis zu 5 Stufen und ja, der Rest ist selbsterklärend. Ja, ich kann noch ganz kurz ins Menü reingehen. Nehmen wir da einmal Geschwindigkeit, da kann man einstellen, wie schnell das es unterstützen soll, bis wie weit. Also da kann man auch über 25 einstellen, darf man bei uns in Deutschland natürlich nicht. Ja, wenn ich nichts mache, dann schalte es immer gleich wieder um. Bisschen blöd hier. Dann machen wir mal nochmal rein. Dann haben wir Kraftstoffgetriebe. Was war das? Ja, ob man Dreigang oder, also 3 Unterstützungsstufen oder 5 kann man hier einstellen, wie man es will. Genau. Und dann Spannungsebene ist klar, das sind 48 oder 36 Volt. Wir haben 36 Volt. Raddurchmesser haben wir 27,5. Ist richtig eingestellt. Inch heißt Zoll. Genau. Und dann haben wir noch Tachomagnete, weiß ich immer noch nicht, für was das gut sein soll. Auf alle Fälle auf 6 eingestellt und dann wird es auch richtig sein. Okay, und dann haben wir ja noch ein anderes Menü. Das sieht so aus. Moment, jetzt bin ich hier falsch. Muss erst wieder raus. Also noch ins andere Menü jetzt. Und da haben wir Helligkeit vom Display. Einheit. Kilometer ist klar. Dann haben wir den Startmodus, wie stark das unterstützen soll beim Starten. Bei mir freier Modus und dann gibt es noch das sichere Modus, dann tut es ganz langsam anfangen zu unterstützen. Und was haben wir noch? Reset, klar, und die Sprache. So, das war das Menü, haben wir auch schon durch. Da würde ich sagen, dann starten wir mal auf die große Tour. Ich möchte heute mal runter ins Murgtal und von da hoch auf der Gniebis, denn ich möchte das Teil wirklich auch mal am Berg testen. Eine lange Steigung hoch, dieser kleine Motor, wie der sich da schlägt, ob er Geräusche macht, ob er heiß wird, all die Dinge will ich heute rausfinden und deswegen gehen wir auf Tour und ich muss euch sagen, ich habe auch richtig Bock jetzt drauf, mal wieder eine richtig schöne Tour zu machen. Und mit einem E-Bike macht es doch noch mehr Spaß, oder? Vor allem bei uns im Schwarzwald, wo es immer hoch und runter geht. Ihr habt gesehen, gerade ein Stück runter, jetzt schon wieder nach oben. Ja, ich muss sagen, der Motor, den hört man, werdet ihr jetzt gerade auch hören. Aber es geht. Wie es natürlich unter Mehrbelastung dann wird, weiß ich nicht. Aber was mir schon ein bisschen auffällt, es überträgt sich ein bisschen so auf den Rahmen und macht es somit eigentlich eher noch ein bisschen lauter. Ja. Aber es geht noch, also nicht, dass jetzt wahnsinnig störend wäre. Und ja, schiebt auch gut, doch, das ist okay. Über diesen Holländerlenker hier lässt sich streiten. Ja, manche lieben das. Ich komme damit zurecht, aber ein bisschen geraderer Lenker ist mir eigentlich lieber. Aber wie gesagt, ich komme ganz gut mit zurecht. Ich muss sagen, wo ich jetzt hier so der Wald hochgefahren bin, das ist ja so ein bisschen Steigung immer. Da habe ich gedacht, das ist wirklich jetzt mal so der beste Drehsensor, den ich mit einem Hinterrad, mit einem Nabenmotor eigentlich gefahren bin.
Weil wirklich die Stufe 1 unterstützt dich auch bis 25. Und du kannst energiesparend dann fahren, weil es halt wirklich, bis 25 unterstützen. Du musst nicht dauernd zwischen die Stufen dann rumschalten, wie, dass du wählen kannst, wie stark unterstützt wird, sondern wenn es dann wirklich steiler hochgeht, dann gehst du in 2, 3, 4 und je steiler das es wird, umso mehr Power gibt es hinten drauf und das ist wirklich ein richtig gutes Fahren, muss ich sagen. Also ich denke mal, das ist die Zukunft vom Nabenmotor, dass es so läuft. Weil das andere System, was bisher alle hatten, nee, war machbar, aber so 100-mal besser, wirklich. Viel besser. Ja, ich glaube, ihr hört die Begeisterung von mir für das Rad. Das ist wirklich gelungen, ein gelungenes Mockwheel, muss ich sagen. Und jetzt gehe ich auch ganz kurz noch auf die Komponenten ein, denn dafür habe ich das Bike ja gekriegt, dass ich es vorstelle. Und das werden wir jetzt auch machen. Und dann fangen wir mal an. Hier mit der Federgabel hat einen Federweg von 100, lässt sich einstellen. Kann man also stärker und schwächer machen, habe ich auch schon probiert, funktioniert gut. Und diesen Akku brauchen wir für den 250 Watt Heckmotor hier, der, ja, ich denke mal auch wieder so um die 50 Newtonmeter hat. Muss ich aber noch mal genau gucken, ob ich es rausfinde und dann werde ich es einblenden. Das Bike selber hat mit, ich glaube, 28 Kilo Eigengewicht, ist natürlich nicht das leichteste Bike. Aber was man halt auch sagen muss, es ist sehr stabil gebaut und hat somit eine Nutzlast von 160 Kilo. Ja, und das muss man erstmal finden bei so einem günstigen Bike. 160 Kilo Nutzlast, das ist schon mal richtig fett. Und da kann es auch ruhig mal 28 Kilo Eigengewicht haben, weil irgendwo muss ja auch Stabilität herkommen. Also ich kenne eigentlich kaum ein Bike, wo es so eine riesen Nutzlast hat. Das ist schon mal wirklich gut. Die Beleuchtung ist auch ausreichend. Wir haben Frontscheinwerfer mit Katzenauge hier, haben Reflektorstreifen auf die Reifen. Rücklicht bin hier vorher schon mal drauf eingegangen. Hier seitlich die zwei im Rahmen drin integriert. Und dann haben wir noch zusätzlich dieses Rücklicht am Gepäckträger. Also alles sehr vorbildlich, muss ich sagen. Auch wenn jetzt wieder jemand irgendein Prüfzeichen sucht, ich gucke da ehrlich gesagt nicht mal danach, das interessiert mich überhaupt nicht. Weil man muss das leuchten. Auf so einen Käse wie Prüfzeichen kann ich echt verzichten. Weil ich habe noch nie jemanden gesehen, der ein Fahrrad kontrolliert hat nach einem Prüfzeichen beim Licht. Aber vielleicht geht es in der Stadt ja anders zu, ich bin das einfach nicht gewöhnt. Wenn das so ist, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vielleicht hat es ja sogar ein Prüfzeichen. Wie gesagt, ich gucke nicht mal, interessiert mich nicht. Okay, und wo geht's weiter? Schaltung haben wir die 7-Gang-Schaltung, die Tournee von Shimano. Altbewährte Schaltung, viele lästern, aber ich muss sagen, bei mir funktioniert sie immer. Und bei allen Bikes, wo ich diese günstigen Schaltungen habe, nie Probleme, im Gegensatz zu der Schaltung an meinem teuren Bike. An der Schaltung, die 500 Euro kostet, da habe ich mehr Probleme wie bei diesen günstigen. Aber wie gesagt, das ist von jedem seine eigene Meinung und ich habe auch meine. Und somit 7 Gänge sind nicht allzu viel. Man hat ja noch Unterstützung, dann geht's. Aber ich sage mal, 9 oder 10 Gänge wären auch kein Fehler gewesen. Da können Sie noch dran arbeiten. Aber es ist natürlich auch immer eine Preisfrage. Man muss ja auch überlegen, was das Bike kostet und dementsprechend ist halt auch die Ausstattung dann. Ich weiß nicht, ob es jemand interessiert, die Pedale haben auch so kleine Krallen hier oben drauf, dass man nicht abrutscht. Das sind alles so Kleinigkeiten, über die kann man sprechen, muss man aber nicht. Also im Großen und Ganzen wirklich gut ausgestattet. Den Gepäckträger lohnt sich natürlich noch zu erwähnen. Richtig stabil und man kann wirklich ganz normale Taschen hinhängen, ohne dass man irgendetwas modifizieren muss. So liebe ich das, so muss das sein.
Man kann sie hier einhängen, man kann sie hier einhängen, hier festmachen. Alles top. Also von daher kein Schnickschnack, sondern wirklich praktisch. Und so muss das sein. Der Sattel ist halt auch ein Sattel. Und ja, meins ist nicht, aber es ist ein Sattel dabei. Und man sitzt ganz bequem, aber da 120 Kilometer am Stück wollte ich drauf nicht machen. Ich denke, ich hoffe, ich habe jetzt alles über das Bike gesagt. Wer mit der Farbe nicht zufrieden ist, kann ich auch verstehen. Wobei, ich finde sie echt toll. Meine ganze Familie waren alle entsetzt von der Farbe. Ich finde sie klasse. Aber es gibt dieses Bike auch noch in Denim. Das ist so eine Art Blau. Denim heißt es. Dann haben wir dieses Orange, was ihr hier seht. Und dann haben wir noch das Khaki. Ja, blende ich auch ein. Und dann gibt es ja noch das Asphalt ST. Und dieses Asphalt ST gibt es dann auch in Khaki und in Lapis. Ja, auch hier beide Farben mal eingeblendet. Und ja, wie gesagt, alle, auch das Asphalt ST mit Tretsensor. Und das haben ja viele immer kritisiert, dass kein Tretsensor hat. Das Bike hat einen und somit spielt es wirklich in einer anderen Liga, muss ich sagen. Und jetzt fahre ich aber runter ins Murgtal und dann hoch auf den Gnibis und dann schauen wir mal, wie unser Akku dann aussieht. Los geht's! Die Bereifung könnte ich noch kurz erwähnen, aber ich glaube noch nicht. Das sind also 27,5 Zoll mal 2,4 Zoll. Also nicht allzu schmal, aber auch kein Fatbike. Für mich eigentlich optimal für solche Schotterwege hier. Ich war ja vor kurzem mit der Celine auch auf Tour und da hatten wir Leih-E-Bikes. Und ich muss sagen, so wahnsinnig groß war jetzt der Unterschied gar nicht zwischen einem Mittelmotor und dem Nabenmotor jetzt. Und die Leih-E-Bikes, ja, die haben so 4.500 gekostet, das Stück. Und das ist natürlich schon eine andere Nummer dann. Ihr habt es ja gesehen, ich bin unten im Murgtal und dementsprechend bin ich auch einen ziemlich steilen Berg runter. Und ich muss sagen, die hydraulischen Bremsen top. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern, einwandfrei. Und wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht zu den mechanischen Bremsen. Ich muss euch sagen, ich bin wirklich gespannt, wie sich das kleine Motorle am Berg schlägt, auch auf Dauer der Berg hoch und wie es dann mit den Unterstützungsstufen ist. Boah, hier windet es, ich habe voll Gegenwind, ich hoffe, das geht jetzt mit dem Mikrofon. Ja, jetzt sind wir gleich am Berg und dann werden wir es sehen. Was man vielleicht auch nicht verschweigen darf, ist das hier. Ich finde es schrecklich, aber eine Klingel ist ja gleich angebaut. Das sollte nicht das Problem sein. Ja, der Horst liebt diese Hupe. Ich finde sie schrecklich. Eigentlich auch nicht zulässig bei uns hier, aber ich meine, besser wie nichts. Und jetzt geht es hier in die Steigung rein. Ich gehe mal auf Stufe 3. Ja, das wird schon mal ganz gut hier. Und dann schauen wir mal, wie uns das Ding hier nach oben schiebt. Wie gesagt, der Motor hört man, hört ja auch. Das kleine Ding brummt ein bisschen da hinten. Ich habe jetzt hier am Berg auch mal ein bisschen rumgespielt mit den verschiedenen Stufen. Und ich habe festgestellt, je höher dass man die Stufe wählt, umso eher funktioniert aber auch wieder dieses sogenannte Pseudo-Biken, also sprich die Pedale,
nur so ein bisschen drehen und dann schiebt es, also in Stufe 5 geht es dann doch auch noch. Ja. Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so toll, aber vielleicht haben sie keine bessere Lösung gefunden, keine Ahnung. Aber ja, ansonsten in der Ebene ein bisschen Steigung, da finde ich das echt klasse mit dem, mit dem Sensor, mit dem Drehsensor. Jetzt so, wenn du 5 reinmachst, muss ich sagen, kann man wirklich schon wieder zu viel Pseudobiken, meiner Meinung nach. Aber ja, meine Kinder lieben es, ja. Ich sag mal, von Mogwheel wird das Bike ja beworben als Citybike und dementsprechend, da ist das natürlich schon sinnvoll, hausch, wenn du es mal eilig hast, Stufe 5 rein und lässt dich durch die Stadt schieben. Und wenn du Zeit hast, fährst gemütlich in 1 oder ohne Unterstützung, was ja auch möglich ist. Und ich sag mir, es muss nicht nur in der Stadt gefahren werden. Es fühlt sich auch hier bei uns im Schwarzwald auf dieser holprigen Straße sehr wohl hier. Hey, macht Spaß. Alles gut. Da unten der See, der Wasserfall. Gehe ich aber jetzt nicht runter. Ich fahre weiter hoch auf der Gniebis. Hier noch die Wasserfallhütte. Ja, Freunde, wir sind oben. Ich habe jetzt mal geschwind, oder wir, Spike hat mir ja geholfen, wir haben jetzt geschwind 500 Höhenmeter gemacht. Ich habe gerade hinten an der Motor hingelangt, wo ich hier angehalten habe. Ich habe wirklich richtig straff hergenommen bei 5, Unterstützungsstufe 5, voll hochgeballert. Der Motor war ein bisschen warm, also nicht heiß oder dass man nicht hindern kann. Alles im grünen Bereich, null Problem. Und ja, meine Akkuanzeige, die ist schon ein bisschen runtergegangen. Ich habe jetzt noch 6 von 10 Balken. Aber ich denke mal, wenn ich wieder bergab fahre, wird sich das wieder ein bisschen erholen. So kenne ich das meistens von diesen Bikes, dass dann wieder auf 7 oder vielleicht sogar auf 8 geht. Aber wie gesagt, das sind alles so. Und ich sage auch immer, so bei diesen Bikes, 1000 Höhenmeter sind in der Regel auch ein Akku. So kenne ich es eigentlich. Egal, ob das Fatbike ist mit dem 1000er Akku oder das hier mit dem 500er, da ist das Bike leichter zu fahren, das Bike leichter. Und da fährst du mit so einem 530 Watt Stunden am Watsch. Ja, mit so einem 530er Akku fährst du da in der Regel auch 1000 Höhenmeter, wenn du natürlich auch mithilfst. Okay, jetzt fahren wir weiter an der Tankstelle vorbei und dann wieder Richtung Freudenstadt. Ich muss sagen, das Teil macht mir gerade so viel Spaß. Ich bin echt am Überlegen, ob ich nicht mal eine Mehrtagestour hier mit so einem günstigen Bike mache. Das reizt mich gerade richtig. Und ich glaube, hier bei dem Asphalt, das hat sogar der gleiche Akku wie das Mesa Light. Das heißt, ich könnte, wenn ich dann längere Strecken machen will, wahrscheinlich sogar einen Ersatzakku mitnehmen. Warum nicht? Ja, muss ich drüber nachdenken. Ich bin jetzt hier an der Abendwieshütte und möchte noch ganz kurz mal, was ich eigentlich noch nie groß gemacht habe, darauf eingehen, der große Unterschied zwischen dem Nabenmotor und dem Mittelmotor. Also der Nabenmotor treibt ja quasi hinten direkt das Rad an, der ist in der Nabe drin, das heißt die ganzen Verschleißteile hier, die Schaltung, vorne das Kettenblatt und alles, das wird nicht so abgenutzt, weil ja der Motor nicht vorne sitzt und die Kraft dann auch hier auf die Kettenblätter und alles überträgt.
sondern weil es hinten sitzt. Es hat aber auch einen großen Nachteil. Und der Nachteil ist, wenn ihr wirklich richtig fett in die Berge fahrt, richtig steile Berge hoch, dann kommt der Nabenmotor irgendwann mal an eine Grenze, wo er zu langsam wird. Das heißt, der dreht dann zu langsam und das ist dann nicht gut für den Nabenmotor. Wenn er zu langsam dreht, dann kann er die Kraft nicht mehr richtig entwickeln. Und da hat halt der Mittelmotor den Vorteil, dass er ja das übersetzt. Das heißt, der kann sich schneller drehen, obwohl das Rad langsam dreht. Und das sind so die großen Unterschiede zwischen Mittelmotor und dem Nabenmotor. Aber ansonsten jetzt mit der mit dem Drehsensor ist da gar nicht mehr so arg viel Unterschied. Und hier bei uns im Schwarzwald, die Hügel, die ich hier fahre, da langt das ausreichend. Wenn du jetzt aber wirklich Trailstrecken machst, richtig steil hoch, da kannst du sowas hier vergessen. Muss ich klipp und klar sagen. Aber es hat auch Vorteile, wie gesagt, die Abnutzung von... Da kannst du auch so eine billige Schaltung nehmen, die geht ja nicht so schnell kaputt da, weil die Kraft, du bringst ja bloß die Kraft, die du bringst. Die vom Motor, die geht ja gar nicht über das ganze Getriebe. So muss man das sehen. Und jetzt geht's weiter. Ich hoffe, das hat dem einen oder anderen ein bisschen weitergeholfen. Und ich habe es ja auch gesagt, das Bike wird als Citybike gehandelt und somit kommen da solche Trailtouren oder so extrem steile Dinge in die Berge in der Regel auch nicht vor. Ihr seht ja auch hier auf dem Schotter, macht das Bike absolut eine gute Figur. Das bügelt er weg, obwohl ich ja 4 Bar in die Reifen drin habe. Ist ja auch nicht allzu wenig, aber es ist wirklich gut zu fahren. Die Federung vorne funktioniert. Es läuft, es rollt. Da fahren wir hier noch schnell durchs Städtle durch, durch Freudenstadt. Und dann geht es ja schon wieder Richtung Bärenwiesenweg und Richtung Heimat, sobald wir uns hier durchgekämpft haben. Dann kommt bestimmt auch wieder die Frage nach der Reichweite. Ja, und da kann ich wie immer nur sagen, das ist so individuell. Fahrer, Steigung, Gegenwind, alles Mögliche, was da reinspielt, jegliche Zahl, die man da nennt, ist in meinen Augen absolut unseriös. Ich kann euch sagen, ich habe jetzt 35 Kilometer, 650 Höhenmeter und der halbe Akku ist leer. Da könnt ihr euch was ausrechnen oder könnt es bleiben lassen. Wie gesagt, von mir werdet ihr jetzt keine Zahl hören, wie weit man mit so einem Akku kommt, weil jegliche Aussage ist in meinen Augen da absolut unseriös. Ich bin jetzt gleich daheim und was ich natürlich auch sagen muss, wenn das Ding hier rund laufen soll, dann muss man auch die Schaltung benutzen. Sprich, wenn es der Berg hochgeht, auch mal runterschalten. Und ich meine, das Motor soll das machen. Nee, ruhig auch mal in vierten, dritten oder auch mal zweiten oder ersten Gang schalten. Denn dann kriegt man auch die Umdrehung zusammen, dass der Drehsensor sagt, ich schieb dich ein bisschen. 40 Kilometer, 720 Höhenmeter. Der Akku vom Asphalt, vom Mockwil Asphalt, noch 5 Strichle, also wahrscheinlich halb voll, halb leer. Ob man mit der zweiten Hälfte noch genauso viel bringt, weiß ich nicht. Habe ich noch nicht probiert. Das waren meine ersten 40 Kilometer. Ich muss sagen, ich war wirklich sehr positiv überrascht von dem Bike. Nachteile gibt es natürlich auch, dazu gehört der Motor, er ist nicht ganz leise, muss ich sagen. Und ich finde, es überträgt sich auch ein bisschen so auf den Rahmen, gerade bei Steigung, also wenn es hoch geht, überträgt sich das ein bisschen und das ist nicht so arg schön. Ansonsten muss ich sagen, wirklich gute Komponenten, was sie verbaut haben. Auch die Schaltung funktioniert wieder genauso, wie sie soll, auch wenn sie günstig ist, sie funktioniert und tut, was sie soll.
Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wie gesagt, ich werde das Bike auf alle Fälle behalten. Ich bin zufrieden damit und ich denke mal, ich werde auch mal eine Mehrtagestour mit dem Teil machen. Da freue ich mich schon drauf und ich hoffe, dass der andere Akku passt. Dann hätte ich einen Ersatzakku und könnte somit die Reichweite verdoppeln. Und jetzt bedanke ich mich bei euch fürs Reinschauen und tät dann mal sagen, bis zum nächsten Mal. Dann wahrscheinlich wieder auf Tour und nicht beim Vorstellen eines E-Bikes. Okay, und tschüss.